Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Omega Rubin. Im letzten Part haben wir unser Abenteuer gestartet und bis zu dem Punkt gespielt, wo unser Evolution Run offiziell beginnen kann. Der liebe Jan war so nett und hat sich darum gekümmert. Sprich, alle Evoli-Entwicklungen wurden als Eier in dieses Spiel getauscht, wurden hier ausgebrütet, damit ich der Originaltrainer bin und sie keine speziellen Erfahrungspunkte bekommen und auch kein Level Cap vorhanden ist. Danach wurden sie wieder zurückgetauscht, dort entwickelt, soweit fertig gemacht und kamen dann wieder in dieses Spiel hier. Sprich, ich habe alle Evoli-Entwicklungen, werde aber nicht alle von vornherein benutzen. Dazu gleich aber mehr. Gucken wir uns erstmal das aktuelle Team an. Das besteht nämlich aus Evoli, Aquana, Blitzer und Flamara, sprich der ersten Gen, weil ich denke, 4 Pokémon zum Start sind auf jeden Fall ausreichend. Also ich wollte jetzt keine 6 oder noch mehr haben. Ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Also ich glaube, 4 Pokémon sind schon definitiv nicht verkehrt. Lustigerweise alle männlich und alle Evoli-Entwicklungen, die noch kommen, werden alle weiblich sein. Das ist irgendwie super lustig. Gut, gucken wir mal durch. Wir haben Patsu, unser Evoli. Vorweg, dieses Moveset hier haben alle, die aktuell im Team sind, weil die typenspezifischen Attacken wie Aquaknarre oder Donnerschock, die kommen erst noch. Das liegt einfach am Level, dass sie noch nichts anderes können. Sprich, wir müssen uns erstmal mit Tackle so ein bisschen durcharbeiten. Der Wunschtraum ist eine Zuchtattacke. Ich hatte zwar gesagt, keine Zuchtattacken, aber das war halt standardmäßig drauf und ich werde sowieso nicht zwingend nutzen. Von daher gesehen, ja, ist es ein ganz nettes Extra, aber es stört, glaube ich, auch nicht. Ja, männlich hat einen Ewigstein, damit es sich auch nicht andauernd entwickeln möchte, später zu Psyana zum Beispiel. Und hat Anpassung als Fähigkeit, was, glaube ich, ziemlich praktisch ist. Ansonsten bist du robust und kannst Treffer gut verkraften. Teilweise passt das Wesen vielleicht, teilweise nicht. Ist auch ziemlich egal fürs Durchspielen. Dann haben wir Kohaku, unser Aquana, mit H2O-Absorber und es ist kühn und etwas eitel. Nummer 3 wäre Haoro, mit dem Volt-Absorber, scheu und nickt oft ein. Und Totoro, unser Flamara, mit dem Feuerfänger, ernst und prügelt sich gerne. Sind, glaube ich, alles keine versteckten Fähigkeiten, weil ich fürs normale Durchspielen die eigentlich schon ziemlich praktisch finde. Ansonsten die Spitznamen, die habt ihr vielleicht erkannt, denn das sind alles tatsächlich Ghibli-Charaktere. Fange ich einfach bei dir mal an. Wir wollten uns ja die Trainer aufsparen, haben wir ja auch gemacht, deswegen kann ich die jetzt nachholen. Ja, ich liebe die Ghibli-Filme. Sprich, Chihiros Reise ins Zauberland, Prinzessin Mononoke, mein Nachbar Totoro und so. Die Filme mag ich sehr, sehr gerne. Oder mochte ich auch schon immer sehr gerne und gucke sie immer noch sehr gerne. Und ich hatte schon immer die Idee, oh, du bist so süß, ein Team zu erstellen auf Basis dieser Spitznamen. Und ich hatte mir gedacht, es passt irgendwie einfach. Und deswegen wird jede Evoli-Entwicklung und auch Evoli selbst einen Spitznamen haben, basierend auf Ghibli-Charakteren. Könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr mit den Spitznamen was anfangen konntet. Patsu kommt zum Beispiel aus Das Schloss im Himmel. Ich denke auch, die Spitznamen passen teilweise schon, gerade bei den Evoli-Entwicklungen, die noch kommen werden. Manchmal sind sie aber auch einfach random verteilt. Sprich, Patsu kommt aus Das Schloss im Himmel, Kohaku, oder eher bekannt als Haku, aus Chihiros Reise ins Zauberland, Haoro aus Das wandelnde Schloss und Totoro aus Mein Nachbar Totoro. Alles sehr, sehr schöne Filme. Ich würde sagen, wir setzen einfach jeden einmal kurz ein, auch ohne Level-Up, weil die haben eh alle die gleichen Attacken. Und dann können wir sie alle mal im Kampf sehen. Evoli hat ja ziemlich kurzen Prozess gemacht gerade, aber ich meine gut, die Anpassung mit dem Tackle zusammen ist schon definitiv nicht schlecht. Und so können wir auch die ersten paar Trainerkämpfe hier nachholen. Und Evoli ist vor allen Dingen so niedlich. Wobei ich auch Aquana sehr gerne mag. Aquana ist mein Favorit aus der ersten Gen. Allgemein ist es ja Glaciola. Aber Aquana mag ich halt sehr, sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, so können wir sie alle mal im Einsatz sehen im Kampf. Ich meine, wir werden sie noch oft genug sehen. Aber ich finde immer so, der erste Einsatz ist immer besonders schön. Weil ich meine, wann hat man mal so ein Evoli-Team? Das ist schon ganz schön, die alle mal so im Einsatz zu sehen, zu begutachten
Und ja, also ich freue mich immer noch total drauf, gerade jetzt, wo ich meine Evolis auch habe. Können zwar noch nicht so viel, würde behaupten, dass Patsu noch am stärksten ist, dank der Anpassung und dem Step. Aber ja, die anderen Attacken kommen ja im Laufe der Zeit noch. So, Schwalbini. Dann wechseln wir doch mal, einfach, wie gesagt, um alle mal zu sehen, auf Hauru. Unser Blitzer. Ich muss mich auch noch ein bisschen an die Spitznamen gewöhnen. Ich habe mir die zwar alle ausgedacht und Jana hat mich ein bisschen dazu für gehasst, weil, wie gesagt, alle Evoli-Entwicklungen, die noch kommen, sind weiblich. Und die Chance für ein weibliches Evoli liegt ja bei 12,5% nur. Aber ja, ich muss mich auch erstmal so ein bisschen an die Spitznamen gewöhnen, dass ich da nichts aus durcheinander werfe. So, aber wie gesagt, ich freue mich sehr, weil ich meistens immer nur eine Evoli-Entwicklung dabei habe, maximal. Und tatsächlich meistens, glaube ich, Aquana, Psyana, Glaciola oder Felinara. Alle anderen eher sehr, sehr, sehr selten. Deswegen, ja, ich freue mich einfach total, die jetzt alle hier im Einsatz zu sehen, auch wenn sie bislang nur Tackle können. Was die anderen Evoli-Entwicklungen betrifft, ich möchte es eigentlich ganz gerne so handhaben, dass Psyana und Nachtara die nächsten sind, die kommen. Allerdings erst nach der zweiten Arena. Weil ich denke, nach der ersten wäre es ein bisschen krass, dann schon 6 Pokémon zu haben. Deswegen erst nach der zweiten. Abgesehen davon, dass Psyana die zweite Arena doch vereinfachen würde. Deswegen ja. Nach der zweiten Arena kommen dann Psyana und Nachtara dazu. So, du wolltest nicht kämpfen, dich kitzelt das hohe Gras nur. Du wolltest, glaube ich, auch nicht kämpfen. Nein, du fängst so jede Menge Pokémon. Okay. Aber ich glaube, du. Jawohl. Und Fulipurba, Glaciola und Felinara kommen alle zusammen nach der dritten Arena dann. Also ich denke, damit kann man leben. Dann haben wir immer noch recht früh alle Evoli-Entwicklungen, aber eben nicht alle auf einmal. Und ab dem Punkt, wo quasi das letzte Grüppchen dazukommt, oh, du bist so flauschig, werde ich sowieso immer so ein bisschen wechseln müssen, weil ich dann quasi von 6 auf 9 Pokémon hochgehe. Aber das passt schon. Sind auch schon alle in der Box. Psyana und Nachtara haben, glaube ich, Level 15. Und die anderen drei haben Level 20, dass ich die eben nicht mehr so extrem nachtrainieren muss. Außerdem sind Flamly und Pfiffchen noch in der Box. Ja, einfach weil, die wollte ich irgendwie nicht raustauschen. Ich weiß nicht, ich habe mir jede Menge andere Pokémon gefangen zum Raustauschen. Aber die beiden wollte ich einfach nicht raustauschen. Ich weiß nicht, das hätte sich so falsch angefühlt, meinen Starter rauszutauschen. Und gegen dich hatte ich schon gekämpft. Für etwas Gesellschaft ist dann Pfiffchen eben noch da. Ja, ich glaube, jetzt wisst ihr alles soweit. Dann kann es ja jetzt auch richtig losgehen. Wir hatten ja beim letzten Mal alles so ein bisschen im Schnelldurchlauf gemacht, sag ich mal. Ich bin zwar jetzt nicht durchgerannt, aber wir haben ja unseren Starter bekommen. Wir haben Brix bekämpft, wir sind Richtung Blütenburg gegangen, wir haben Heiko geholfen. Aber ich denke, ja, jetzt geht's wie gesagt so richtig los. Jetzt sieht der Rahmen auch ein bisschen bunter aus. Und er wird ja vor allen Dingen auch noch bunter. Ha, und ich freue mich. Ich freue mich richtig. Kann man hoffentlich auch heraushören. Gut, in Rosalstadt gibt es, glaube ich, soweit nichts mehr für uns. Dementsprechend gehe ich erstmal direkt weiter nach Blütenburg. Ich meine, ich hätte natürlich voll die krassen Zuchtattacken nehmen können. Also ich hätte jetzt jedem schon, weiß ich nicht, Hydropumpe und Feuersturm und so geben können. Ich hätte TMs rübertauschen können oder passende Items oder nach dem Wesen gucken können, aber es ist ein normales Durchspielen. Da gucke ich nie drauf, wenn ich normal durchspiele. Das sollen ja keine Competitive-Pokémon sein. Es soll ja schon noch eine kleine Herausforderung sein. Eben dadurch, dass die ganz normale Standardattacken haben und keine Mega-Entwicklung und so. Ich meine, ich denke nicht, dass es schwer werden wird. Ich denke, es wird ein Playthrough wie jedes andere auch, nur ein bisschen epischer vielleicht. Aber ja, zu leicht soll es ja auch nicht sein. Und ich denke, das wird es auch nicht werden. So, wie viel Geld habe ich denn? Was kann ich kaufen? Pokebälle habe ich noch genug, Tränke auch, aber Gegengifte können wir noch mal ein paar mitnehmen, gerade wenn wir Richtung Blütenburgwald gehen. Und mehr kann ich noch gar nicht kaufen. Na gut. Ha, schön, schön, schön. Aber gut, nach Blütenburg werden wir, glaube ich, noch oft genug zurückkehren. Allein für die Arena schon.
Blütenburg City, wo Menschen Hand in Hand mit der Natur gehen. Ja, eine sehr schöne kleine Stadt auf jeden Fall. Und das Item da hinten habe ich genau gesehen, in das ich noch nicht dran komme. Ansonsten hatte ich ja schon gesagt, ich werde mich zwar schon so ein bisschen umsehen, allein um so schöne Spiegelungen hier zum Beispiel zu sehen, aber ich werde nicht mit jedem reden. Mein Gesicht spiegelt sich im Wasser. Ein schimmerndes Lächeln der Hoffnung. Oder es ist der Ausdruck düsterer Stille, an der die Angst nagt. Was siehst du in deinem Spiegelbild? Jemanden, der sich sehr auf dieses Abenteuer freut, würde ich behaupten. Also ich denke, mit jedem muss ich jetzt nicht zwingend reden. Aber wie gesagt, ganz so durchrennen möchte ich dann doch nicht. So, hier haben wir Heikos Haus, da können wir auf jeden Fall auch nochmal reingehen. Warum nicht? Hallo? Wer? Ach, du bist Svenja. Danke, dass du dich vorhin um Heiko gekümmert hast. Heiko war schon seit frühester Kindheit immer sehr gebrechlich. Deshalb soll er für eine Weile bei meiner Familie in Wiesenflur zur Kur gehen. Die Luft dort ist einfach um Welten besser als hier. Du willst bestimmt mit Heiko sprechen, oder? Er ist dann schon unterwegs nach Wiesenflur. Ich frage mich, wie weit er auf seiner Reise inzwischen gekommen ist. Wiesenflur ist aber auch eine sehr schöne Stadt. Heiko war überglücklich, als er uns erzählte, dass er ein Pokémon gefangen hat. Ich habe ihn schon seit Ewigkeiten nicht mehr so strahlen gesehen. Ah, das ist doch schön. Heiko mag ich aber sowieso echt gerne. Und das hier ist dann wohl sein Zimmer. Ja, ich meine, ich würde nicht gerne in so einer Nische schlafen, aber es ist auf jeden Fall sehr schön eingerichtet. Na gut, mit so ein paar Leuten, wie gesagt, rede ich schon ganz gerne, aber ansonsten denke ich, können wir weitergehen Richtung Metaross City. Route 104. Was halt auch echt ganz angenehm ist, egal, dass ich nicht mit jedem wirklich sprechen muss, rein theoretisch. Es ist quasi irgendwo so, als würde ich es privat spielen. Wenn ich es privat spiele, dann rede ich ja auch nicht mit jedem. Dann weiß ich eigentlich schon, von wem bekomme ich ein Item, wer möchte kämpfen, wer möchte nicht kämpfen. Also ich glaube, die wenigsten sprechen wirklich bei jedem Playthrough mit jedem. Ich mache das eigentlich immer nur beim ersten. Und so will ich das hier eigentlich auch handhaben. Das Wichtigste wird auf jeden Fall gezeigt. Mit den wichtigsten Leuten wird gesprochen. Aber der Fokus liegt auf diesen super süßen, teilweise flauschigen Evolis. Und Evoli-Entwicklungen und ihr wisst, was ich meine. Ich werde sie wahrscheinlich einfach nur Evolis nennen. Die fühlen sich dann mit Sicherheit trotzdem angesprochen. Und was natürlich auch ein Vorteil ist, ich muss keine Pokémon fangen. Ich meine, ja, Pokémon fangen gehört irgendwie so dazu. Und ich meine, ich habe hier auch ein paar gefangen zum Tauschen. Genau genommen 9 Stück. Überwiegend, glaube ich, Zickzacks. Ich hatte, glaube ich, Zickzacks und Samurzel und Wampel und Pfiffchen. Also alles, was ich so gefunden habe. Aber ich meine, klar, das Fangen gehört schon irgendwie dazu, finde ich, zu Pokémon. Das ist schon ein wichtiger Aspekt. Aber wenn ich an die nervige Trassler-Suche zum Beispiel denke, schicken wir mal Patsu rein. Also die Trassler-Suche fand ich in Höhen immer so nervig. Es hat immer so lang gedauert. Und hast du teilweise auch dann Männliches gehabt? Ich meine, das war mir größtenteils egal. Aber ich wollte dann halt oftmals gerne ein Weibliches haben, weil es besser gepasst hat. Oder natürlich, wenn du gerne ein Galagladi haben willst, dann musst du natürlich ein Männliches haben. Dann das richtige Geschlecht zu finden, die richtige Fähigkeit. Oh, das hat Stunden gedauert. Also da bin ich schon ganz froh, dass mir das erspart bleibt. Ansonsten, gut, Knilz ist immer so ein Standard-Pokémon, was ich gerne mitnehme, genau wie Wabloo. Und es wird mir, glaube ich, so ein bisschen das Herz brechen, wenn ich diese Pokémon sehe und nicht fange. Aber ich meine, ich habe ja ein super episches Team. Und Level 6. Was die Spitznamen übrigens betrifft, ich bin mir nicht sicher, ob ich sie immer hundertprozentig richtig ausspreche, weil teilweise liegen die Filme auch schon eine ganze Zeit zurück, aber ich meine, ich spreche sie zumindest so aus, wie es im Film gesagt wurde. Und da es hier irgendwo sowieso eigene Spitznamen sind, ist es, glaube ich, auch nicht so schlimm. Also ich mag die ganz gerne. Warum ich übrigens mir diese Spitznamen jetzt speziell für diese Pokémon ausgesucht habe, wie gesagt, die Pokémon, die noch kommen werden, achso, du willst gar nicht kämpfen, die haben größtenteils passendere Spitznamen. Ist hier gar nichts versteckt, zumindest hier nicht, na gut. Ansonsten Mr. Brack. Totoro fand ich halt sehr passend, weil Flamara so flauschig ist
Und die anderen sind eigentlich ziemlich random, weil das noch Namen sind, die ich verteilen wollte und ich sie zumindest nicht unpassend fand. Deswegen habe ich sie genommen. So, du hast hier ein sehr schönes Häuschen auf jeden Fall. Meine kleine Pecco ist heute mal wieder besonders gut gelaunt. Kiii! Ich wusste auch ewig lange nicht, dass Pecco weiblich ist. Ich dachte immer, Pecco wäre männlich. Mr. Braxhütte. Dann lassen wir die beiden doch mal weiter spielen und widmen uns, eigentlich wollte ich sagen, dem nächsten Trainer, aber der nächste Bärenbaum tut es auch. Gut. Ach ja. Also ich finde es ganz lustig, als ich damals Alpha Saphir Let's Played habe, war so dieser Hype da von wegen Release Let's Play und ich kannte das Spiel zwar irgendwo, aber alles neu und alles so schön und ja, also ich finde die Grafik ist auch nochmal schöner gemacht als in XY. Nochmal mehr Details und mehr Liebe. Und vor allem, du kennst ja das Spiel. Also bei XY war es was komplett Neues. Aber hier hast du wirklich so den direkten Vergleich. Damals und heute. Und ja, das war schon überwältigend, sag ich mal. Man hat diesen Hype, glaube ich, auch wirklich gespürt im Let's Play. Und jetzt ist dieser Hype wieder da. Allerdings wegen den Evoli-Entwicklungen. Das ist aber eigentlich ganz schön. Also ich habe mich da echt lange drauf gefreut und quasi auf die Gelegenheit gewartet, das endlich mal zu machen. Ich meine auch, ich überlege gerade, ich glaube, das Projekt war auch schon gefühlt ewig angekündigt. Also ich meine, ich habe schon vor Ewigkeiten gesagt, dass ich das machen möchte, aber es hat sich nie so ergeben. Aber Vorfreude ist auch eine schöne Freude. Andere Leute machen Nuzlocks und Soulings und Redlocks und das können die gerne alles machen. Ich mache meinen Evolution Run und bin glücklich damit. Ich könnte daraus auch nie sowas wie eine Nuzlocke machen. Also ich habe die Evolis so gerne jetzt schon, wenn da eine abkratzen würde. Ich würde das Spiel in die Ecke hauen. Glaube ich. Wobei ich das vermutlich auch generell bei Nuzlocks machen würde. Du warst ja mit der Top-Genesung, richtig? Ich wollte gerade sagen, ich habe es fast geschafft, aber mir fiel gerade ein, stimmt. Du bist der mit der Top-Genesung. Also das ist auch der Grund, warum ich nie Nuzlocke spielen könnte. Ich würde mich immer maßlos überleveln, damit nichts passiert. Und, ja. Ich würde wahrscheinlich weinen, wenn irgendwem was passiert. Da ist mir das so doch wesentlich lieber. Ist natürlich wieder so. Also oftmals habe ich so das Gefühl, wenn ich mit neuen Spielen anfange und wieder am Anfang bin, dann ist es manchmal so ein bisschen seltsam, sag ich mal, wenn man dann quasi wieder alles auf Anfang hat. Fröhliches Pokémon-Karussell ist doch auch was Schönes. Man hat dann plötzlich wieder so niedrige Level und so wenig Attackenvielfalt und so weiter. Nicht nur bei Pokémon, auch bei anderen Spielereien. Es ist dann schon immer so ein bisschen komisch vom Gefühl her und so ein bisschen bedrückend, jetzt wieder von vorne anzufangen. Und ich mag halt dieses Gefühl, wenn man quasi im Endgame ist. Man hat alles quasi fertig gelevelt. Haben jetzt nicht unbedingt aber Pokémon, aber vor allen Dingen bei anderen Spielen, wo man vielleicht Waffen levelt, Klassen levelt, was auch immer. Da ist es schon ganz schön, wenn man dann wirklich alles fertig hat und sich darüber keine Gedanken mehr machen muss. Und wenn man dann wieder von vorne anfängt, hat man quasi die ganze Arbeit, in Anführungszeichen, die man sich zwar gerne macht, aber dennoch wieder quasi neu. Und bei Pokémon ist es dann auch oft so, wenn ich gerade Pokémon beendet habe, mit Level, keine Ahnung, 60, dann wieder auf 5 anfange, ist es ungewohnt. Aber dadurch, dass ich eine so lange Pokémon-Pause eigentlich hatte, das letzte Pokémon-Projekt auf diesem Kanal war ja, glaube ich, Super Mystery Dungeon. Und die letzte Edition war Bloody Platin. Ah, Bloody Platin. Also es ist schon eine ganze Weile her. Deswegen habe ich dieses Gefühl eigentlich nicht. Und ich meine, nach Bloody Platin ist das hier sowieso eine Wohltat. Aber wie gesagt, dadurch, dass der Abstand schon so groß ist, kann ich da eigentlich gar keine wirklichen Vergleiche ziehen. So, Level 6. Und Level 7. Und nochmal Level 6. Bah, ich habe mir auf die Zunge gebissen. Nochmal Level 6, wollte ich sagen. Das ist mir auch noch nicht passiert. In all den Jahren, wo ich Let's Playe, ist es mir wirklich noch nie passiert, dass ich mir beim Reden auf die Zunge gebissen habe. Premiere. Aufdruck zum Pokémon Center. Bevor wir in den Wald gehen. Ich meine, ich bin auch ein bisschen unterlevelt vielleicht. Aber ich wollte jetzt auch nicht irgendwie schon auf Level 8 oder so starten. Ich habe gedacht,
5 reicht vollkommen aus. Ha, was ist denn die letzte Edition, die ihr gespielt habt? Das würde mich auch mal interessieren. Bei mir war es wie gesagt Bloody Platin, obwohl es ja ein Hack gewesen ist. Beziehungsweise jetzt nur als Let's Play. Wenn ich auch Streams mitzähle, dann war es dann Pokémon Rot tatsächlich. Das ist auch ein ziemlicher Sprung. Aber so auf diesem Kanal wirklich war es, glaube ich, Bloody Platin, meine ich. Als letztes Pokémon-Editionsprojekt. Privat habe ich halt schon ewig keine Edition mehr gespielt, weil ich meistens nicht so die Zeit dazu habe, beziehungsweise, das klingt vielleicht komisch, aber bei neuen Editionen, okay, die spiele ich gerne erstmal privat in aller Ruhe, aber Editionen, die ich schon kenne, wenn ich das dann privat spiele, dann ist es irgendwie nicht das Gleiche, weil ich das dann quasi nicht mit euch teile und dann vermisse ich das irgendwie, das nebenbei reden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Editionen oftmals viel mehr Spaß machen, wenn ich sie mit euch teilen kann in einem Let's Play. Ah, diese Lichteinfälle. So schön. So schön, so schön, so schön. Hallo. Manchmal liegen auf dem Boden Dinge rum, die einem auf Anhieb gar nicht auffallen. Deshalb schaue ich mich immer ganz genau um. Okay. Da kann ich wieder raus. Hier ist nur ein gigantisches Loch mit einem Trank. Gut, dass das gar nicht verdächtig war. Na gut. Dann einmal hier raus. Da lag ja noch ein Item. Das würde ich gerne mitnehmen. Ah, er versucht, das Pokémon des anderen zu stehen. Das ist ein gemeiner Dieb. Sagt es mal den Protagonisten von Colosseum und XD. Die werden etwas ganz anderes zu sagen. Ich mag auch diese kleine Animation, wie sie die Items immer in ihren Beutel packt. Solche kleinen Details finde ich echt sehr, sehr schön. Ein wedelnder Schwanz. Aber der kann ruhig weiter da wedeln. Wir haben unser Team. Gut. Dann auf zum nächsten Trainer. Ich habe eine Menge Pokémon gefangen. Bist du der mit den ganzen Wampel? Eventuell? Bin mir nicht ganz sicher. Aber, ja, wobei du hast gar nicht so viele Wampel. Ich hätte gedacht, du hast mehr. Aber nun gut. Ach, ich freue mich schon, wenn wir dann Aquaknarre und so weiter haben. Ich denke sowieso in Bezug auf die erste Arena, ist eine Gestein-Pokémon-Arena, dass uns da eigentlich nur Kohaku wirklich helfen kann. Weil Patsu, gut, normale Attacken, aber komme ich jetzt nicht sonderlich weit mit. Hauro als Elektro-Pokémon ist sowieso schwierig. Wenn reine Gesteins-Pokémon da wären, okay, könnte ich vielleicht was machen, aber gegen so einen Kleinstein oder so ist ein bisschen schwierig. Und Totoro wäre vielleicht nicht ganz aufgeschmissen, aber ja, kann jetzt mit Glut auch nicht so viel reißen. Also ich glaube wirklich, dass Kohaku das ziemlich alleine machen muss. Aber da wir ja kein Level Cap haben zum Glück durch den Tausch, sollte das eigentlich ganz gut klappen. Aquana Solo Run ist doch auch was Schönes. Du hast noch Level 6. Was mir gerade übrigens bei den Spitznamen einfällt, ich habe viele, viele Spitznamen einfach so im Kopf gehabt. Gerade die, die noch kommen werden. Weil das so... Ich denke, ihr könnt euch vielleicht auch denken, was noch so kommen wird an Spitznamen. Wie gesagt, nur weibliche Pokémon. Ich glaube, es ist sehr offensichtlich, was ich da vielleicht noch genommen haben könnte. Ich habe vorher nicht wirklich darauf geachtet, ich will so viele männlich und so viele weiblich haben. Ich habe mich nach den Spitznamen gerichtet. Ich weiß, dass sowas wie Kohaku zum Beispiel auch weiblich sein kann. Allerdings in Chihiros Reise ins Zauberland ist es nun mal ein männlicher Name. Aber das Geschlecht ist ja eigentlich auch ziemlich egal. Wenn nicht gerade eine Anziehung kommt, spielt sowieso keine wirkliche Rolle. Ja, wollte ich nur mal noch kurz gesagt haben, bevor jemand meint, das ist aber ein männlicher oder ein weiblicher Name, das Geschlecht passt gar nicht. Ich achte sowieso manchmal gar nicht aufs Geschlecht. Wenn ich nach Leuten benenne, dann vielleicht und ansonsten nicht unbedingt zwingend. Ist mir das eigentlich ziemlich egal. So, weiterhin wird alles weggetackelt. Was anderes kann ich auch nicht machen. Ich weiß gar nicht, wann wir Ruckzuckieb oder sowas mal lernen. Kommt bestimmt auch noch. Ich glaube, der Käfersammler fühlt sich auch so ein bisschen beleidigt. Der steht hier so rum. Ich fange alle Anfänger mit meinen Wampel ab. Und dann kommt jemand mit Blitzer. Das ist schon so ein bisschen seltsam.
Und das reicht. Gut. Mit Levelunterschied merkt man eigentlich gar nicht so dolle. Weil wie gesagt, so hoch sind wir ja gar nicht, aber das passt schon. So. Sehr schön. Hätten wir das auch geschafft. Dann hatten wir doch, glaube ich, einen recht erfolgreichen Auftakt. Ich meine, klar, ist schon Part 2, aber wie gesagt, wir konnten ja nur mal heute erst anfangen. Und das Let's Play wirklich erst in Blütenburg zu starten, das wäre mir irgendwie zu blöd gewesen. Ich weiß nicht, das wollte ich nicht. War auch eine Möglichkeit, wollte ich aber nicht. Oh, sieht so schön aus. Mit dem hohen Gras und den Büschen und den Bäumen und diesem kleinen Teich. Das mag ich. Haben wir auch noch wilde Pokémon vielleicht? Können wir auch mal ein, zwei noch bekämpfen? Also nee, ich glaube, es war ein recht erfolgreicher Auftakt. Es ist zwar nicht so viel passiert, außer Tackle, 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 Tackle und noch mehr Tackle. Aber was will man machen, ne? Viel mehr können die anderen Pokémon ja auch nicht zwingend zum Angreifen. Das passt schon. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß gehabt. Obwohl wir jetzt nicht so weit gekommen sind. Aber wie gesagt, ich erfreue mich schon einfach daran, die ganzen Evolis im Einsatz zu sehen. Die vier werden jetzt ja auch erstmal eine ganze Zeit lang alleine bleiben, bevor die nächsten dazukommen. Aber wenn ich sehe, wie die so leveln, ich glaube, es ist eine ganz gute Menge. Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich noch mehr dabei hätte, na, da müsste ich vielleicht ziemlich viel Offscreen noch nachtrainieren. Das muss ja nicht sein. Machen wir das Panekom noch platt. Im besten Fall kriegt Totoro auch noch Level 7. Und dann kann ich den Part glücklich beenden. Klingt doch gut. Ich habe übrigens auch die Namen extra in den Rahmen mit reingeschrieben. Bei der Menge an Pokémon, dass man da immer sofort sieht, wer gemeint ist, wenn man sich die Spitznamen vielleicht nicht mal merken kann. Das waren gar nicht so viele Erfahrungspunkte, wie ich gedacht hätte. Na gut, nicht so schlimm. Ich stelle mich mal hier hin. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Omega Rubin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.